Es passiert so viel, so schnell um uns herum in der Welt, dass wir nicht alles wahrnehmen können, nicht alles realisieren können. Es geht nur darum, dass wir uns alle bewusst werden sollten und müssen, was am Spiel steht. Die Kacke ist in Europa richtig am Dampfen. Da macht es bei mir einfach so, das ist unfassbar viel. Was aufgefallen ist, vor allem bei National Geographic und Greenpeace, bei den Berichten ist, dass die Zahl 100 Millionen da steht. 100 Millionen tote Haie, 100 Millionen getötete Haie pro Jahr. Das ist jetzt ganz wichtig und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Das sind nicht belegte Zahlen, das sind von belegten Zahlen hochgerechnete Schätzungen. Und das schauen wir uns jetzt kurz gemeinsam an. Aus dem Jahre 2013. Schätzungsweise 100 Millionen Haie werden jedes Jahr auf der ganzen Welt getötet. Eine Zahl, die weit über das hinausgeht, was viele Populationen benötigen, um sich zu erholen. In einer gleitenden Spanne konnten die Forscher berechnen, dass jährlich zwischen 6,4% und 7,9% der Haie aller Arten getötet werden. Alter, das ist verrückt. Um diese Spanne ins rechte Licht zu rücken, analysierten die Forscher Lebensdaten von 62 Haiarten und stellten fest, dass nur 4,9% der Haie pro Jahr getötet werden können, um die Stabilität der Population aufrechtzuerhalten. Und wie viel töten wir? Knapp 7% im Schnitt. Ihr seht, sehr problematisch. Schlimmer noch, Haie gelten als besonders gefährdet, weil sie lange brauchen, um zu reifen und im Laufe ihres Lebens im Allgemeinen nur wenige Jungen produzieren. Und das ist eben dieses riesige Problem, warum das jährliche Töten von so vielen Haien im Prinzip dazu führt, dass die Tiere aussterben, wenn wir sie in dieser Rate weiter töten. Schuld daran ist die Verbreitung illegaler Haiflossen, die in den 1990er Jahren zunahm, um den Appetit auf Haifischflossensuppe zu stillen. Einigen Berichten zufolge kann eine Schüssel Haiflossensuppe für bis zu 100 US-Dollar verkauft werden. Und das ist echt krass, dass du für eine dumme Schüssel Suppe, was rein theoretisch mehrere tausende Individuen, zehntausende Kilogramm, wenn nicht sogar hunderttausende Kilogramm Leben kostet, dass du dafür 100 US-Dollar zahlst. Nur 100 US-Dollar, nur so nebenbei. Die Flossen von Haien werden ihnen abgeschnitten an Bord des Schiffs, während sie noch leben. Die flossenlosen Körper von den lebenden Tieren werden wieder ins Meer zurückgeworfen. Bedeutet, das Tier lebt noch ohne Flossen und kann zu 110%iger Wahrscheinlichkeit nicht überleben, sondern es erstickt. Also ihr merkt, da läuft einiges schief. Man muss dazu sagen, dass Haie nicht nur wegen den Flossen gejagt werden. Es ist ein sehr, sehr großer Markt, der ausschlaggebend ist, aber nicht nur. Sehr, sehr düsteres, schlimmes, böses Business. Und das ist die kommerzielle Fischerei. Es gibt eine erstaunliche Anzahl von Haien, die jedes Jahr gefangen werden und die Zahl ist viel zu hoch, wenn man die Biologie der Arten bedenkt. Die 100 Millionen Haie waren eigentlich eine konservative Schätzung. Das ist jetzt genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das sind einfach hochgerechnete Schätzungen, also keine offiziell bestätigten Zahlen. Und ja, ich weiß, das stürzt eigentlich die Kredibilität von sowas ein bisschen ein. Trotzdem sind es wissenschaftlich belegte Schätzungen, die oftmals gar nicht so inakkurat sind. Worms Team fand heraus, dass die Zahl bis zu 273 Millionen getötete Haie pro Jahr betragen könnte. Und da macht es bei mir einfach so, das ist unfassbar viel. Ne? Sowas können wir uns nicht vorstellen. Das sind Zahlen, da kriege ich Gänsehaut. Das ist wirklich nicht schön, über sowas nachzudenken. Um solche Zahlen zu bekämpfen, haben die meisten Länder die Befugnis, ihre eigenen Küsten und die in ihre Häfen gebrachten Fänge zu regulieren. Die meisten Länder, ne? Nicht alle. Noch im Jahr 2010 verweigerten CITES-Beamte Haien einen sinnvollen Schutz. Sie verweigerten den sinnvollen Schutz von Haien. Und jetzt fragt man sich natürlich warum. Indem man diese Tiere schützt, tut man dem Meer ja was Gutes. Damit hat man auch im Endeffekt als Fischerei mehr Ertrag, wenn das Meer gesund ist, oder nicht? Meine kurzen Gedanken zu dem sage ich jetzt mal so. Die Kurzsichtigkeit. Und mit einem Fokus im Sinn. Viel Geld. Okay, das war mal von National Geographic sehr, sehr spannend aus dem Jahr 2013. Springen wir jetzt mal ins Jahr 2021 rüber. 100 Millionen tote Haie, es geht nicht nur um Haifischflossensuppe. Wichtig, wenn wir hören, dass jedes Jahr 100 Millionen Haie von der Fischereiindustrie getötet werden, mögen einige Leute annehmen, dass es an der Haifischflossensuppe liegt. Sich nur auf Haifischflossensuppe zu konzentrieren, verdrängt andere Gründe, warum Haie in Schwierigkeiten sind, einschließlich
eines riesigen globalen Marktes für Heilprodukte wie Fleisch und Öl. Die Schuld auf ein Gericht zu schieben, lässt alle anderen aus dem Schneider und zieht unnötigerweise auf bestimmte Länder oder Personengruppen als Hauptkonsumenten ab. Und das ist, wie gesagt, ein guter Punkt, den sie hier bringen. Ihr kennt das doch sicher, wenn man das Wort Haifischflossensuppe hört im Allgemeinen, dann kommt meist, ohne wirklich jetzt rassistisch zu sein oder sonst was, meist der asiatische Markt in den Sinn. Aber es ist halt nicht schön, wenn man sagt, und das sage ich jetzt nicht, weil ich der Meinung bin, sondern weil es zum Beispiel, die Asiaten, nur wegen denen werden Haie getötet und nur bei ihnen werden Haie getötet für diese blöde Suppe, was tatsächlich nicht der Fall ist. Europa ist der größte Exporteur für Haifischflossen weltweit. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Es wird immer gesagt, Europa ist so toll, Europa macht gar nichts falsch und, was für mich noch immer so ein surrealer Fakt ist, das Mittelmeer, die Mediterranen, sind die am meist befischten Gewässer der Welt, beziehungsweise meist überfischten Gewässer der Welt. Was nochmal einfach zeigt, okay, die Kacke ist in Europa richtig am Dampfen. Dieses Schiff hat es im Prinzip auf eine bestimmte Spezies abgesehen, nämlich den Schwertfisch. Aber was fangen sie? Haie. Hat dieses Tier überlebt? Die Chancen dazu sind wahrscheinlich nicht groß. Und das ist eben ein Riesenproblem, dass in der kommerziellen Fischerei eine Tierart meist oder eine Gruppe von Tieren gezielt beangelt werden sollte, aber die Methoden dazu beitragen, dass du zwar dein Ziel fängst, aber knappe 80, 90, wenn nicht sogar 100% deines Ziels andere Tierarten sind. Was bedeutet im Endeffekt, Europa ist nicht so heile Welt, wie man sich das vorstellt oder wie man glaubt. Also da gibt es sehr, sehr viele Baustellen, das nur mal so nebenbei. Also wirklich krass. Blauhaie, by the way, eine, wenn nicht sogar die am meisten überfischte oder am meisten gefischte Haiart der Welt, neben Dornhaien. Und das ist halt, ja, nicht schön. Traurig und zerstört einfach nur alles. In den letzten Jahren hat sich der Handel mit Haifleisch rasant ausgeweitet und Haiprodukte wie Knorpel und Öl tragen alle zu einem Markt von fast 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr bei. Alter Vater. 1 Milliarde US-Dollar. Und da sage ich, da ist so enorm viel Geld im Laufe. Das ist unfassbar. Alle großen Fischereiländer wenden zerstörerische Fischereipraktiken an, die jedes Jahr zur Tötung von bis zu 100 Millionen Haien führen und zu einem großen Teil für den weltweiten Rückgang der Haipopulation um 70% in den letzten 50 Jahren verantwortlich sind. Wir müssen uns jetzt wirklich mal überlegen, in den letzten 50 Jahren, ne, seit 1970 bis heute, ist die Haipopulation um 70% zurückgegangen. Stellt euch nur mal vor, was in den Meeren geschwommen ist vor 50 Jahren. Also das müssen unfassbar viele Wesen gewesen sein. Unfassbar viel Leben im Meer. Das ist wirklich krass, das ist nicht ohne. Da bin ich selber gerade ein bisschen baff. 70%. Wow. Ob es sich um den Einsatz von Fischsammelgeräten zusammen mit riesigen Ringwadennetzen durch Frankreich und Spanien in der Thunfischfischerei handelt oder um den illegalen Einsatz von Treibnetzen durch den Iran und Sri Lanka oder um Langleinen durch Südkorea, Japan, China oder Spanien oder um den Sportfang vor der Küste der USA oder sogar um die regelmäßige alte Schleppnetzfischerei durch praktisch jedes Land mit einer Küste. Haifischfang findet überall statt. Ja. Wenn es darum geht, das Problem der Überfischung von Haien zu lösen, muss jedes Land eine Rolle spielen. Dankeschön. Nicht nur die Länder, die an der Küste sind, jedes Land. Von der Einführung strenger Grenzwerte für die Anzahl der Fänge bis hin zur Vereinbarung eines Ziels von mindestens 30% Schutz der Ozeane bis 2030. Wir müssen ein Netzwerk von Meeresschutzgebieten auf der ganzen Welt schaffen, die als Kinderstuben und Nahrungsgründe für Haie und andere Wildtiere dienen und ihnen helfen, sich von jahrelangem Missbrauch zu erholen. Ja. Das ist es. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir wirklich Gebiete hernehmen und sagen, hier ist Ende. Wenn du hier fischst, ist aus mit dir. So gefühlt, ne? Verboten zu fischen. Sogar Länder ohne Küste können helfen. Sie müssen strenge Regeln für den Import von Haiprodukten wie Haiöl, das in vielen Kosmetika enthalten ist, das ist das sogenannte Squalen, einführen. Kein einzelnes Land und keine einzelne Küche kann für die schwindelerregende Anzahl von Haien verantwortlich gemacht werden, die jedes Jahr getötet werden. Aber
Jedes Land kann sich dafür einsetzen, dieses Problem zu lösen. Es passiert so viel, so schnell um uns herum in der Welt, dass wir logischerweise nicht alles wahrnehmen können, nicht alles realisieren können. Mein großes Problem mit dieser ganzen Sache ist, dass wir wirklich diese Bequemlichkeit haben, dass wir einfach wegschauen, beziehungsweise sehr, sehr viele von uns. In meinem Fall, ich sitze in Österreich, ich habe weit und breit kein Meer um mich herum. Also rein theoretisch, warum schert's mich, dass Thunfische im Mittelmeer aussterben, wenn ich keinen direkten Bezug dazu habe? Und ich will niemanden hier sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du dich nicht dafür einsetzt. Darum geht's nicht. Es geht nur darum, dass wir uns alle bewusst werden sollten und müssen, was am Spiel steht, nämlich unser Zuhause. Und nicht nur unser Zuhause, sondern auch das Zuhause von solchen wunderbaren Wesen wie ein Hai, wie ein Thunfisch, wie ein Orca, wie ein Elefant, wie eine Giraffe, wie ein Löwe. All das Leben auf diesem Planeten steht auf dem Spiel. Dazu zählen wir Menschen, dazu zählt jeder Organismus und alles hängt miteinander zusammen. Das ist der Satz, den ich erstens irgendwann mal auf ein T-Shirt drucken lasse. Andererseits aber auch wirklich eine Lebensphilosophie sein sollte von uns allen. Alles hängt miteinander zusammen. Und jede einzelne kleine Veränderung hat eine Reaktion dazu. Und so wie wir Menschen diesem Planeten gerade wirklich wie ein nasses Handtuch versuchen, den letzten Tropfen daraus rauszukriegen, diese Reaktion werden wir auch kriegen. Wenn das Handtuch mal trocken ist, ja dann ist aus. Und dann gibt's nichts mehr. Und dann werden wir genauso leiden. Das ist nicht schön. Das wollen wir alle nicht. Ich weiß, das hat jetzt vielleicht so ein bisschen den Anschein gehabt in dem Stream oder generell im Stream, dass ich mit dem Finger zeige, immer die, du. Na, ich will nicht mit dem Finger zeigen, dass die schuld sind, du schuld bist, der schuld ist, die schuld ist. Es geht darum, dass wir eine Gemeinschaft sind. Es geht darum, dass wir als Spezies Mensch, aber auch als Länder, als Gesellschaft eins sind und uns für das, was uns das Leben ermöglicht, einsetzen, dass es nicht zerstört wird. Es geht um nicht mehr und nicht weniger. Jedes Land, jede Person, jeder Mensch kann sich dafür einsetzen, dass solche Probleme eine Lösung finden und dass solche Lösungen umgesetzt werden. Und ich weiß, dass es sehr schwer ist, diesen Trieb zu haben, wenn es den Anschein hat, dass das, was du machst, nichts bringt, dass es nicht weitergeht. Und ich weiß, dass es oftmals nicht von dem einzelnen Individuum abhängt. Aber, nochmal, das ist das ganz Wichtige, die Gemeinschaft macht's aus. Wenn wir genug aufklären und jedem zeigen, dass alle gemeinsam etwas erreichen können und immer mehr Leute das machen und wenn wir zeigen, hey, schaut's, wenn wir das machen, in einer guten Art und Weise, haben wir die und die Vorteile davon auf lange Sicht. Nicht irgendwie Brandstiftung oder weiß ich nicht was für Vandalismus und keine Ahnung, weil das wirft dann wieder nur ein negatives Licht innerhalb der Bevölkerung auf die Leute, die sich eigentlich für was Gutes einsetzen. Und ja, da könnt ihr jetzt eure Klimakleber und weiß nicht wen da hinstellen. Insgeheim haben die eine einzige Mission, nämlich euch zu zeigen, was auf dem Spiel steht. Und sie sind frustriert und ich kann das absolut nachvollziehen. Bin ich Befürworter von manchen Handlungen? Absolut nicht. Nein. Bin ich Befürworter von dem, dass man Menschen aufklären sollte? Und ja, mir ist bewusst, dass manche Menschen nicht hinhören werden, wollen, was auch immer. Ja, ist halt leider so. Trotzdem, einfach aufzugeben und wegzuschauen, sollte keine Option sein. Und deswegen, wirklich jeder, der das gerade sieht, tut euer Bestes, den Teil zu leisten, den wir alle leisten können. Verändert nicht alleine die Welt, verändern wir gemeinsam die Welt, denn das können wir machen. Überlegt euch das mal.